Da saß ich da viermal. Viermal musste ich das machen. Viermal. Nein, schwimm nicht so schnell. Wir warten auf den Fisch, weil mir das einfach sicherer ist. Blub. Sag mal, kannst du dich mal bewegen, Alter? Du bist ja lahmarschiger als meine Oma. Meine Fresse, die ist schon lahmarschig. So, und durch da. Zweimal. Ach komm her, wir holen uns jetzt erstmal den Jinjo. Nebenbei. Damit der da nicht... Es fragt mich sowieso, wie der das überleben kann. Ich meine, der ist hier unter Wasser. Und, können die unter Wasser atmen? Oder warum lebt der so lange? Komm, wir brauchen nur noch einmal. Die Noten hole ich mir wann anders. Da brauche ich dich nicht mehr für Slippy. Weiß ich, heißt der überhaupt Slippy? Nee, ich glaube, der heißt Blub Blub oder so. Weiß ich nicht. Ist ja auch nicht wichtig. Okay, also haben wir das doch geschafft. Also musste ich es doch nicht offscreen machen. Boah, ich bin so awesome. Danke für die frische Luft. Eine Belohnung erwartet euch auf meinem Rücken. Ja. Freut mich. Du kriegst frische Luft und wir dürfen hier unten da bei dem Befreiungsversuch fast verrecken. Ja, ja. Die Welt ist gerecht. So viel dazu. So, jetzt komm. Geh mit deiner Flosse hoch, damit ich mir das Puzzleteil holen kann. Und hops. Wo ist es? Da ist es. Ja, voll falsch. So kann ich es auch schlecht kriegen. Eine, meine Perspektive ist ganz schön angeknackst. Kann das sein? Ja, komm, ich weiß... So, ja, ich hole mir erst das. Komm, du schaffst das. So. Yay! Puzzleteil Nummer 4. Bam. Wow, nicht ganz runterfahren. Böse. Ja, komm, nimm. Danke. Ey, nimm mit. Nein. Wow. Wärst du da runtergefallen, dann hätte ich deine Mutter gebumst. Natürlich nicht, das ist doch alles nur Spaß. Komm, komm mal da runter. Nee, komm mal natürlich nicht. Dann gehen wir da rüber. Kann man uns auch gleich das Leben holen. Komm. Gehen wir zuerst da hoch oder erst da hoch? Nee, wir gehen erst dahin. So. Weil da oben ist, glaube ich, ein Jinjo. Ist doch ein Jinjo, ne? Aber was war hier oben? Ach, hier oben waren nur Noten. Ich kann mich auch nicht mehr an alles erinnern, ey. Du Hurensohn. Na ja, mir klar. Da drinnen waren, glaube ich, Eier und ein Leben. Leben und... Einmal Leben und eine Honigwabe. War da drinnen. Ja, genau. Boah, das ist so warm hier drinnen, ey. Das ist... Obwohl es schon am Abend ist. Das ist komisch. Sollte es eigentlich gar nicht mehr so heiß sein. Ach, hier drinnen war der Jinjo. Stehe. Hui. So, und leben. Ja, gut. So, dann holen wir es jetzt. Müssen wir das dritte Mal hoch, um uns eine Honigwabe zu holen. Meine Fresse. Und das war, dann haben wir das auch. So. Und hops. Nein, fall doch nicht daneben. Ist nicht dein Ernst. Deswegen kriegst du Damage. Why not? Es ist ja auch logisch. In den Hai müssen wir auch noch rein. Nein, also in den Hai müssen wir auch noch rein, weil da auch noch, glaube ich, drei Puzzleteile sind. Drei. Ja, müssten drei sein. Drei. Ja, sind drei.
Oder das mit den Ringen. Da drinne. Ja, das sind drei. So, jetzt. Kubam. So, und dein Health Point ab. Tada. Jetzt holen wir uns noch ein Puzzleteil außerhalb von diesem Hai und ich glaube, das war's dann auch für draußen. Hier sind immer Noten. Gehen wir erst da rein oder? Nee, ich gehe erst hoch. Komm. Nein! Ach, du Hund. Voll aufs Auge. Tut dir das nicht weh? So, jetzt aber vernünftig. Nein, böse. Oh Mann! Na, ich will da hoch und nicht da rein. Meine Fresse. Komm, mach hinne. Mach hinne. Weißt du was? Du pisst mich schon wieder an. Jetzt wisst ihr, warum das mein Hasslevel. Nein! Jetzt wisst ihr, warum das mein Hasslevel ist. Es gibt so viele Stellen, wo das ist einfach nur zum Kotzen. Komm, mach eine. Danke. Hä? Was? Nein! Oh nein! Ich glaube, heute wird das nichts mehr. Ja. Thank you. Wow. Es haben sich auch einige beschwert wegen diesem AVS-Logo da in der Mitte von dem Bild, was da manchmal auftaucht. Also diese Werbung von AVS, das liegt daran, dass ich eine unregistrierte Version von dem AVS-Schnittprogramm habe. Und die haben dann da immer, die packen dann immer die Werbung rein. Manche stört's, manche nicht. Ich werde mich demnächst nach einem anderen Schnittprogramm umgucken, damit ihr das. Wow, damit ihr das Problem nicht mehr habt. Und damit es auch schneller geht mit dem Schneiden, weil das Ding ist, bis das erstmal in die Gänge kommt, dann ist schon halbe Ewigkeit verloren. Ja, genau, hier ist erstmal der Hexenschalter. Mal gucken, ob ich es wieder so awesome hinkriege wie beim letzten Mal, als ich gezockt habe. Dann bin ich da durchgerannt, ohne einmal Damage zu kriegen. Ach, verdammt. Verdammt. So. Gekriegt. So, dann holen wir uns erstmal das andere Puzzleteil, bevor wir die Ringe machen hier. Weil, wow, geh aus dem Weg. Fass mich nicht an. Du bist böse. Wow, du bist böse. Nein. Naja, eine Unverwundbarkeitsfeder, die wir auch gleich brauchen. Wow, das ist hart. Ja, ohne Unverwundbarkeitsfeder würde man da gar nicht hinkommen. Ich frage mich aber, wieso ein Roboter sowas da drinne hat. Das ist unnütze. Ich meine, wozu ist das? Ist das so eine Art Nase oder was? Also ich meine, die Grundtier hat sich bestimmt auch gedacht, ja komm. Da wird sowieso hier reingehen, dann machen wir das so, damit er die erst nicht an das Puzzleteil reinkommt, was ich in dem Hai verstecke. Hä? Naja, gut. Ja. Ihr habt bereits alle neuen Moves dieser Welt erlernt, das weiß ich. So, und jetzt. Nein, falscher Knopf. Da. Yay, wir sind unverwundbar. Wir werden nicht einmal getroffen. Doch. Wir wurden jetzt insgesamt zweimal getroffen an diesen Mistviechern. Zweimal. Dafür habe ich 4 Federn verschwendet. Für zweimal getroffen werden. Okay, gut. Komm. Einmal getroffen. Einmal getroffen von diesen Dingern. Das hört man in diesem Pong. Einmal nur. Und dafür habe ich jetzt 4 Federn verschwendet. Oh, gut. Also insgesamt wurde ich dreimal getroffen. Und habe 8 Federn verschwendet. Passt. Nochmal zu der Reihenfolge, wie ich die wegen Banjo-Kazooie und Banjo-Tooie. Bevor ich das jetzt mit dem Ring mache, wollte ich das noch sagen. Und zwar, bevor ich Banjo-Tooie LP
werde ich das Banjo-Kazooie Grunty's Rache oder Grunty's Revenge werde ich vorher für Game Boy Advanced werde ich das LP'n, weil das ist eigentlich der offizielle zweite Teil dazu. Also das ist sozusagen die Fortsetzung von Banjo-Kazooie und nach Banjo-Kazooie Grunty's Revenge kommt dann Banjo-Tooie. Also werde ich so Banjo-Kazooie 100%, dann Banjo-Kazooie Grunty's Revenge, das ist für mich ein Blind. Also das ist, ich habe das Spiel vorher, ich habe das bis jetzt noch nicht einmal runtergeladen. Werde ich aber auch heute wohl noch machen. Und dann danach werde ich dann Banjo-Tooie spielen und das ist dann für mich wieder kein Blind mehr und das werde ich dann auch wieder 100%. Und nach Banjo-Kazooie werde ich dann auch noch ein paar Geheimnisse zeigen von Banjo-Kazooie. Da sind einige paar interessante Sachen dabei.